bin ich wieder. Und zwar, jo, das ist ja meine Rolle. Und das hier ist vom Kollegen der Roller. Von meinem Arbeitskollegen. Da wollte ich jetzt fertig machen. Kommt der neue Auspuff ran und jo. Naja, kommt dann hier. Macht das hier einfach raus. So sieht das Ganze aus. Haben wir hier den Krümmer. Den müssen wir gleich mal lösen. Ja, auch da sind schon so ein bisschen. Ich werde die nochmal einreiben mit WD-40. Weil hier das ist nämlich sein Auspuff. Den will er gerne, dass ich den halt, ja, so ein bisschen, ach, wie heißt es, halt auswechsel. Das möchte er gerne. Da habe ich dann gesagt, ja, dann stelle ich für ihn dann halt einen neuen Auspuff. Er hat mir dafür Geld gegeben und ja. Ne? Jo, dann sprühe ich die jetzt mal ein. Die kleinen Schräubchen mache ich aber von der Seite. Ja, da kann ich es dann besser halt einsprühen mit dem guten WD-40. Na, diese kleinen Schrauben hier. Jo, jetzt haben wir es auch geschafft. Die Schrauben sind lose, wie man sieht. Ich muss bloß hier nur noch diese Schrauben hier lösen und dann kann man den Auspuff schon halt so abnehmen. So, was ich immer gerne mache, ist bei alten Schrauben die ein bisschen einsprühen mit WD-40, wie man hier schon sehen kann, damit die sich leichter lösen lassen. Und ja, die schrauben wir jetzt ab. So, jetzt haben wir es auch geschafft. Der Auspuff, der ist lose. Ja, lässt sich auch wunderbar lösen. Ja. Das hier ist der alte und das ist der neue. Und hier kann man noch mal wunderbar erkennen seine Drossel. Hier auch. Na, aber die soll ich nicht rausbauen. Mache ich auch nicht. Ich schraube nur den Auspuff ein, nur den Auspuff dran. Ja. So, jetzt ist der neue Auspuff auch richtig drauf, wie man sieht. Habe ich hier schön festgeschraubt und auch hier schön festgeschraubt. Und jetzt mal Soundcheck machen. Ganz kurz gucken, ob der auch dicht ist. Ja. Jawohl. Und seine Kilometerleistung finde ich krass, ey. Die ist so heftig, die Kilometerleistung. Ja. Die ist so krass, die Kilometerleistung. Jo, alles klar. Dann baue ich den nochmal ganz schnell wieder zusammen. So. Als kleine Gegenleistung mache ich eben dann noch die Zündkerze sauber. So. Seine Zündkerze, das ist eine. Das ist eine, Moment. BR7HS. Die sieht so aus. Nur komplett verölt und alles voller Silf und die mache ich eben jetzt schön sauber. So. Besser kriege ich es nicht hin, die sauber zu machen. Aber ich denke, das reicht. Oh, krass. Die baue ich mir jetzt wieder ein.
die ist drin und jetzt nur noch Zündkerzenstecker drauf. So, und jetzt alles wieder zusammenbauen. So, fertig. So, jetzt bin ich fertig. Ich habe alles eingebaut. Jetzt die Schrauben sitzen hier wunderbar. Nichts wackelt. Und ja. Und jetzt mal. Eine Testfahrt machen, ne?